Hallo liebe Lebensrocker, Rocky und ich waren Wildcampen auf 1800 Höhenmeter. Na gut, ganz 1800 sind es nicht mehr, das ist da hinten. Also hier sind in etwa 1650. Hier haben wir gezeltet heute Nacht, es ist sehr, sehr windig. Wobei es noch ging, also es könnte schlimmer sein, weil mein Zelt steht ja hier auf offenem Feld sozusagen. Und ja, Windstärke 2 oder 3. Ihr merkt schon, das kann mal ganz gut blasen. Aber ja, heute Abend bzw. morgen soll Windstärke bis zu 60, 80 km/h kommen hier. Also dann wäre das nicht mehr der geeignete Platz zum Wildcampen. Aber was man dazu sagen muss, es ist auch relativ frisch heute Nacht gewesen. Also ich schätze so 0 Grad in etwa. Und mein Zelt hat aber ja, die Wärme relativ gut gehalten und ich bin dick eingepackt. Also ich habe alles an, was geht. Ich habe ja nur Sommerschlafsack und ein Baumwoll-Inlay dabei. Aber halt hier eine Winter-Thermohose und drunter auch noch eine lange Unterhose, Wollsocken. Und ja, wenn man das alles anzieht, dann ist es auch nachts in Ordnung. Also das Zelt, das ist sehr warm, sobald die Sonne rauskommt, ja, ist das wie so ein Treibhauseffekt. Ist es auch im Zelt warm, wenn man alle Türen zumacht. Und ich zeige dir jetzt mal hier meinen Vorderradgepäckträger und warum der da kaputt gegangen ist, warum das gestern wieder abgebrochen ist. Und zwar hatte ich ja hier Kabelbinder dran und davon eigentlich nicht zu wenig. Ich habe jetzt hier nochmal so einen kleinen hingemacht, um das zu fixieren. Und da siehst du auch schon den Grund, warum mir dieser Gepäckträger gestern wieder abgekracht ist. Hier hat es einfach eine extrem spitze Kante, das ist wie ein Rasiermesser. Und ja, bei der Bergabfahrt hat das dann so hin und her gescheuert. Ja. Und dann hat es die Dinger eben durchgeschnitten. Und dann war es das, war Game Over. Ja, deswegen werde ich jetzt hier ein paar extra Lagen Panzertape rumwickeln, dass diese scharfe Kante weg ist. Und dann extra viele Kabelbinder hinmachen, dass das nie wieder abkracht und nicht scheuern kann. Und dann wird das auf jeden Fall heben. Da bin ich guter Dinge. Und ja, ach, du merkst schon, Nase läuft lecker. Ja, es war absolut sehr, sehr gutes Timing. Heute Abend kommt schon Schnee und dann wird es hier oben auch auf der Höhenlage die nächsten 2 Tage schneien. Also hier würde dann wieder alles weiß sein. Und ja, das ist einfach, das ist dann eine Nummer zu viel für Rocky und mich. Und ja, wenn ihr mal eine Alpenüberquerung macht, sei es 1000 Höhenmeter oder über 1000 Höhenmeter, seid euch immer bewusst, der Chef ist der Berg, ja, und ich hier, weil hier bestimmt die Natur die Spielregeln. Und ja, da haben wir relativ wenig zu sagen, gell, Rocky? Und wie man auch immer mal wieder sieht hier bei unserem Abenteuer, man kann versuchen, sich aufs meiste vorzubereiten, aber es wird einem nie gelingen, sich auf alles vorzubereiten. Das Wichtigste ist, dass man, ja, wachsam ist und mit der Konzentration, mit dem Fokus einfach bei der Sache in jedem Moment, ja, auf alles achtet, auf die Umgebung, auf das Fahrrad, dann könnt ihr, glaube ich, die meisten Unglücke abwenden. So, die scharfe Kante ist jetzt weg. Hier ist jetzt eine extra Portion Panzertape drauf und ja, ich habe 6 starke Kabelbinder hier hingemacht. Sieht nicht schön aus, aber ich lehne mich mal etwas aus dem Fenster. Ich weiß, das sage ich immer, aber ich sage jetzt wirklich, das wird jetzt halten, bis wir zu Hause sind. Denn ja, ich sehe keinen Grund, warum es nicht so sein sollte. Und ich habe hier auch extra nochmal 2 Kabelbinder ums Rundrohr und werde mal die nächsten Kilometer und Tage beobachten, ob diese Kabelbinder hier weniger werden. Ihr habt mitgezählt, das sind 6 Stück. Ja, und wenn das weniger werden, dann sollte ich auf jeden Fall ja, das noch mehr verstärken.
für eine epische Abfahrt, oder? Wir sind jetzt auf ca. 1000 Höhenmeter und jetzt geht der Radweg weiter hier am Vorderrhein. Den zeige ich dir gerade mal. Und man merkt, es ist schon viel, viel wärmer hier als da oben. Und auch ein bisschen weniger Wind. Denn ja, da ging ja ganz gut die Post ab. Ja, und hier plätschert er durch die Felsen. Kristallklares Wasser. Und ja, es müsste eigentlich relativ entspannt sein, weil ich glaube, bis auf 700 Höhenmeter geht es jetzt noch runter. Also nochmal 300 Höhenmeter rollen lassen. Und die Abfahrt wird jetzt aber nicht mehr so steil wie das, was du jetzt gerade gesehen hast. Also es geht jetzt wesentlich langsamer Richtung Bodensee. Aber ja, immerhin bergab, da freue ich mich. Ja, hier sieht man es. Und ich würde sagen, wir lassen einfach mal rollen. Ja, ich hatte die Theorie aufgestellt, dass es ab jetzt nur noch runter geht. Die Theorie hat sich nicht ganz als wahr herausgestellt. Es geht ja immer mal wieder ein Stück hoch und dann wieder runter. Und ja, ich glaube, hier haben die noch den Teer vergessen, die Schweizer, oder? Kann das sein? Das ist jetzt nicht der ideale Radweg für mein Gefährt. Ja, ich weiß. Aber mit Hundeanhänger ist das gar nicht so easy hier zu fahren. Mit dem groben Schotter muss man sehr vorsichtig sein und ja, deswegen machen wir sehr langsam und werden bald wieder unser Zelt aufschlagen, denn dann war es genug der Rüttelpartie. Jetzt nach der Alpenüberquerung bin ich natürlich fix und alle und komplett ausgehungert. Ich hatte ja nichts mehr dabei außer Nüssen und mein letzter Einkauf, der war in Italien. Das heißt, ich habe in der Schweiz noch nicht einmal was eingekauft und gestern war auch Sonntag, da habe ich auch nichts zu essen bekommen. Jetzt heute, ja, gibt es ja immer einen dramatischen Hamsterkauf, sobald sich die Möglichkeit ergibt, irgendwo im Supermarkt, da bin ich da reingestürzt. Und ja, jetzt sind wir natürlich in der Schweiz, da ist alles ein bisschen teurer.
Das heißt, ich habe jetzt hier 59 Euro bezahlt für alles, was ihr hier seht. Das, ja, also da ist halt ein bisschen was von Rocky noch dabei. Bisschen was so für, sag mal, Körperhygiene. Ne? Also, ja, ich habe ja ewig keine Dusche mehr gehabt. Das ist so der einzige Weg, mich ein bisschen frisch zu machen auf gut Deutsch. Und ja, hier ist mein Frühstück. Das ist das günstigste, was gibt, sind Haferflocken und Rosinen. Hier hat es so ein bisschen eine Brotzeit, also das ist Salami, Brot, Kartoffelbrot und ein Käse. Und ja, hier noch so ein bisschen snackmäßig was. Ja, Erdnusscreme ist immer gut für Protein. Bananen, ja, gehört auch noch zum Frühstück. Und ja, ein Fläschchen Wein und natürlich Zahnbürste. Und das alles so zusammen, ja, würde ich mal sagen, hält in etwa 4 Tage. Wobei ich ja gerade schon echt einen Bärenhunger habe. Also ich habe gerade einen richtig gesunden Hunger. Also wahrscheinlich sind es eher 3 Tage, dann ist das alles weggemampft. Und ja, von dem her ist die Schweiz schon einiges teurer. Kann man sich ja ausrechnen, 60 durch 3, das wären dann 20 Euro am Tag. Und normalerweise kostet mich so, Lebensmittel kosten mich 10 Euro am Tag. Also hier bin ich dann quasi doppelt so teuer in der Schweiz. Und ja, lässt sich nichts machen. Ja, ich muss ja jetzt irgendwas essen. Und ich bin auch froh und dankbar drüber, jetzt wieder was in den Magen zu kriegen. Ich werde jetzt hier auch gleich mein Zelt aufbauen. Hier hat es einen wunderschönen Platz. Und zwar hat es hier eine Grillstelle. Der Rocky inspiziert schon das Revier hier. Ja, hat es die Grillstelle hier schön entdeckt. Genau, also hier hat es Feuerholz. Ich denke mal, das ist auch trocken. Da könnte ich heute eventuell die Ravioli warm machen. Aber ja. Also, Ravioli aus der Dose ist auch nicht meine erste Wahl. Aber eventuell aus dieser Dose, deswegen habe ich sie eigentlich gekauft, könnte ich mir wieder so einen Campingkocher basteln. So ein Hobo-Campingkocher, ne? Nur, ja, dass halt echt viel Regen kommt die nächsten Tage. Also wenn ich hier nicht so eine, ja, Holzstelle finde wie hier, dann wird das schwierig. Da drüben hat es einen Grill, da kann man richtig schön grillen. Mülleimer ist da. Da hinten hat es einen Brunnen, da kommt man an Wasser. Das ist jetzt ideal, weil ja, heute fängt der Regen an, ja, so gegen Nachmittag, und morgen wird es den kompletten Tag durchregnen. Und da ist eben ganz wichtig, einen Zeltplatz zu haben, wo man versorgt ist. Also wo man, A, muss man sich mit Vorräten eingedeckt haben, wenn so ein Regentag kommt, und B, man braucht Wasser irgendwo in der Nähe, dass man nicht zu weit laufen muss, weil sonst wird man ja patschnass, bis man da irgendwie wohin kommt, oder muss durstig sein. Was ich oft gemacht habe, war natürlich Regen auffangen, aber das kann man auch nicht immer machen. Und ja, von dem her sind wir hier gut versorgt, können jetzt echt wieder ein bisschen ausspannen, zur Ruhe kommen. Im Rocky seine Pfote, die sieht super aus, er läuft auch ganz normal jetzt. Zeig mal die Pfote kurz. Ja, die Wunde hier, da ist gar nichts mehr zu erkennen eigentlich, ist alles, ja, alles prima. Ja. Genau, jetzt lassen wir es uns ein bisschen gut gehen, und ich glaube, das haben wir verdient nach dem epischen Anstieg, und dann können wir umso gestärkter die Heimreise fortsetzen. Wir werden hier hinten, da fließt er rein, den werden wir immer weiter folgen und kommen dann später noch durchs Appenzellerland. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Mein Name ist Florian Bassfeld und dein Leben rockt. Und ja, in der Playlist findest du alle Videos von unserer Italienreise, Schweizreise mit den ganzen Alpenüberquerungen. Und ja, hier geht's gleich weiter zum nächsten Video.